Ich denke mir einfach so, warte mal, nein. Und jetzt denke ich mir so, was? Welcome back, welcome back, welcome back to Strohbeck und FIFA 23 Bundesliga Time 18. Spieltag. Rückrunde. Leverkusen gegen Dortmund. Und ja, das ist jetzt wirklich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Nichtsdestotrotz bin ich so ein bisschen mehr für Xabi Alonso. Deshalb denke ich einfach, es wird ein krasses 3:2 für Leverkusen im Real Life. Wie es hier jetzt bei dem FIFA 23 Orakel bzw. bei der FIFA 23 Prognose mit meiner Wenigkeit aussieht, das werden wir jetzt sehen. Und damit drin in die erste Halbzeit. Wir haben Anstoß. Ja, ich spiele Leverkusen. Deshalb habe ich auch heute nochmal das Liverpool-Trikot an, um einfach nur aufzuzeigen, dass ich für die Roten bin und nicht für die Schwarz-Gelben, nicht für die fleißigen Bienen. Ah, da geht das ja schon mal gut los, schon den Ball verloren. Na ja, herzlichen Glückstrumpf dafür. Natürlich hoffe ich, ehrlich gesagt, dass, also egal wie das Spiel im Real Life ausgehen wird, ich freue mich für beide, denn immerhin soll ja alles spannend bleiben, was der Bundesliga-Alltag angeht. Oh, damn it. Mensch, das war gerade schon die erste Großchance, die habe ich gar nicht so realisiert, weil ich dir noch sagen wollte, dass ich mehr Spannung in der Bundesliga sehen will. Und ja, dann kloppe ich das Ding natürlich erstmal schön gegen den gegnerischen Keeper, gegen Kobel, der das wunderbar festgehalten hat. Ballchen. Oh, stark. Nein, was mache ich? Oh, verdammte Axt, Mann. Kann denn das wahr sein? Also wirklich. Oh, ich will doch nicht in den Gegenspieler reinlaufen, Mann. Wofür bremse ich denn vorher ab? Alter, er ist aber auch. Flinke Hufe hier. Flinke Hufe hat er. Was denn nun? Gib doch nur Eckball. Oder willst du mir jetzt sagen, gib einen Freistoß? Oder was ist jetzt hier der Fall? Du gibst den Dortmundern einen Freistoß? Ja, sag mal, willst du mich rollen? Schiedsrichter, also so haben wir nicht gewettet. Und dass du auf dem Platz stehst, das macht eigentlich gar keinen Sinn, FIFA. Ich glaube nicht, dass der schon wieder bereit ist, im Real Life zu spielen. Aber okay, gut. Wir nehmen es jetzt einfach mal so hin, dass er da auf dem Platz steht. Völlig legitim. FIFA hat die Formation ausgesucht. Wird also irgendwie vielleicht richtig sein. Man munkelt noch. Ja, ich versuche mich hier irgendwie an der Seite durchzumogeln. Das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Wir spielen einen Pass rein. Scharf. Bam! Katsching, katsching, katsching! Buja! Das 1:0 durch Herrn Schick. Oder? Würde ich doch jetzt mal stark behaupten. Ja, Patrick Schick. Aber was für ein Move, um das Ding da in die Maschen zu hauen. Das habe ich ja auch schon ewig nicht gesehen, dass man mit dieser Ausfallschritttechnik ein Tor erzielen kann. Lustig. Damit führen wir 1:0. Ja, Borussia, was soll ich sagen? Es tut mir gar nicht mal so leid. Eigentlich tut es mir überhaupt nicht leid. Denn immerhin trete ich ja dieses Spiel auch an, um es zu gewinnen. Raus damit, sehr schön. Ah, wunderbar, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut, muss man dazu sagen. Und jetzt, zieh! Okay, kommt keiner so wirklich mit. Aha. Hätte er den Ausfallschritt nicht gemacht. Also ich habe schon zuvor halt auf die Schusstaste gedrückt, weil ich der Meinung war, der Pass kommt auch an. Aber leider Gottes war das nicht der Fall. Wir mussten da noch mal ein bisschen zurückstrecken, weil die Dortmunder sich gesagt haben, vergiss es, Strohbeck, vergiss es. Der Ball wird niemals im Leben ankommen. So wie dieser. Ich habe doch gerade den Ball mit der Brust genommen, oder nicht? Hätte er den Ball nicht besser kontrollieren können? Junge, das kann jetzt hier nicht alles gewesen sein. Wir müssen hier noch nachlegen. Frage ist nur, ob wir jetzt sofort das... Oh, da... Also... Junge!
Oh, was für ein Müll, dass er meine Abwehrfehler gerade nicht ausnutzt. Boah, da ist mir das jetzt gerade schon stark in die Hose runtergerutscht. Also, wirklich, wirklich großes Kino, was ich hier gerade fabriziert habe, nicht den perfekten Spieler zu bekommen, um halt überhaupt irgendwie was zu machen. Boah, wo legt der denn den Ball hin? Achso, da muss ein Dortmund-Spieler dran gewesen sein, wa? Ansonsten wäre der Ball doch niemals so gegangen. Mann, 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 ey. Das irritiert mich hier leicht. Können wir jetzt mal bitte Ball bekommen? Das hätte er nämlich was. So, jetzt aber. Oh, nein, ich hau den Dortmunder Spieler einfach nur um. Das wollte ich nicht, ich wollte eigentlich einen Ball haben. So wie jetzt. Schick ihn. Stark. Und jetzt zieh erstmal. Solange er mich nicht angreift, ist alles gut. Oh nein, das war nicht der Plan dieses Passes. Ja, und damit herzlich willkommen zurück in der zweiten Halbzeit. Dortmund führt den Anschluss aus. Wir führen knapp 1-0. Man muss aber dazu sagen, dass Dortmund jetzt noch nicht so wirklich die Chance hatte, um das 1-1 zu erzielen, beziehungsweise um überhaupt ein Tor zu erzielen. Bis jetzt hatten wir mega Glück, dass wir hier noch nicht dazu, oder dass Dortmund noch nicht dazu in der Lage war, kaum spreche ich es aus, kassiere ich das 1-1. Es kann nicht wahr sein. Ey, wirklich, es kann einfach nicht wahr sein. Digga, was mache ich hier mit dem Controller? Es ist doch unmöglich. Also, ich krieg ein Kind. Und dass Radetzky da nicht einfach mal die Hand ordentlich nach oben strecken kann, ist ja genau so ein Ding. Wirklich? Mukuku. Naja, also hat er nicht umsonst seinen Vertrag verlängert, sondern schenkt den Dortmundern auch noch anscheinend, oh, was? Das ein oder andere Tor. Wir wären vorbei gewesen, wenn Nick nicht den rechten Analogstick berührt hätte. Dann hätten wir da vorbeiziehen können, aber nee. Ich denke mir einfach so, warte mal, nein. Und jetzt denke ich mir so, was soll das? Bellingham, hast du nicht alle Latten am Zaun? Geht dir dazu gut? Wirklich? Kannst du keinem erzählen? Wieder ein sehr, sehr schwaches Abwehrverhalten meinerseits. Richtigen Dreck habe ich da wieder zusammengespielt. Also, wenn ich das nicht aufnehmen würde, ne, würde ich glatt sagen, sorry, das kann ich keinem zeigen. Aber das ist ja hier mitten in der Aufnahme. Kann ich ja jetzt auch nicht abbrechen. Weil dann würde man ja feststellen, im Nachhinein, wenn ich das irgendwie zusammenschnippe, ja hallo, was hast du denn da gemacht? Also du hast doch 1-0 geführt. Und dann schießt Dortmund ein Tor und in der nächsten Szenerie würde ich wahrscheinlich, was zum Teufel? Würde ich wahrscheinlich doch wieder nur 2-0 führen und Dortmund hat dann doch kein Tor geschossen. Naja gut, also wir müssen es jetzt natürlich irgendwie dazu kriegen, dass wir hier den Ausgleich fabrizieren. Aber nicht so. Wir flanken. Und zu stark auf den Keeper. Was das soll, ey. I don't get it. Wirklich. Ich verstehe es auch einfach nicht. Wie kann denn das sein, dass das so ist, wie es ist? Oh, schick ihn doch einfach durch. Du warst doch schon beim Passen. Lass dir doch den Ball nicht abnehmen. Also, es ist wirklich. Schöne Grätsche. Die war wirklich schön. Oh, ich dachte, der Ball geht da durch. Ja, ist mir egal, ob ich ihn da runtergesenzt habe. Muss er mit leben jetzt hier. Das ist hier ein hart umkämpftes Spiel. So, und jetzt aber hier, jetzt aber. Come on. Hey, hätte ich das mal... Ich hätte es anders lösen sollen.
Nein, ich dachte schon wieder zu egoistisch. Beziehungsweise habe ich auch nicht darauf geachtet, ob da oben einer besser positioniert steht. Mein Fehler. Oh, das Mehl? Dass die Dortmunder das nicht umsetzen? Oh, da läuft er aber straight an mir vorbei. Krass. Platz ohne Ende, Platz ohne Ende. Bam! Katsching, katsching, katsching. 2-2. Aber was ein Wahnsinnslauf. Aus der eigenen Hälfte. Mit mega Tempo nach vorne. Gut vorher abgebremst, also von der Sprinttaste runter und rechtzeitig abgedrückt. Damit das Ding auch ja in den Maschen hängt. Aber trotz alledem ist das nicht das, was ich hier will. Ich will ja gewinnen. So, wir brauchen noch ein Tor. Also wir dürfen uns jetzt keins einschenken lassen. Boah, ja, aber wenn er erstmal an mir vorbeiläuft, ne, dann läuft er erstmal an mir vorbei. Uff, Radetzky, Junge, Radetzky. Guter Mann, guter Mann, guter Mann. So. Come on. Let's fire. Ach, stark, Radetzky. Sehr stark. Gut gehalten. So. Stark. Oh, abseits. Was? Mann. Wirklich. Es sah so aus, als wenn der Pass einfach perfekt wäre. Aber nee. So, und jetzt zieh. Lauf, Junge, lauf. Nein, 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 nein. Das wäre das 3-2 gewesen. Mann. Wirklich. Großes Ärgernis. Digga, wieso spielst du nicht auf dem Spieler, der... Oh. Mann, der... Oh, ey, das ist... Es kann nicht sein. Echt nicht. Wirklich nicht. Was für ein Müll. Der pfeift doch vorher wieder ab. Ja. Nun gut, was soll ich dir sagen? Es ist ein 2-2 geworden. Kein Gewinner. Meine Prognose bzw. mein Tipp fürs Real-Life-Spiel war 3-2 für Leverkusen. Es wäre fast ein 3-2 geworden. Es ist am Ende nur ein 2-2 gewesen. Glücklich für beide Mannschaften, wenn es im Real-Life so passiert. Umso besser. Dann hat jeder was von dieser Partie gehabt. Ob es im Real-Life so passiert, keine Ahnung. Sollte ich dir ein wenig Spaß bereitet haben, du vielleicht wirklich Lust hast, mehr von mir zu sehen, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Das war der 18. Spieltag. Ein torreicher Spieltag, zumindest bei meinen Prognosen. Und vielleicht auch im Real Life ein torreicher Spieltag insgesamt. Ich habe jetzt nicht alle Tore zusammengezählt. Und ich habe jetzt auch alle Spiele nicht mehr so wirklich im Kopf. Aber das heißt für dich, guck gerne nochmal in meine anderen Spiele rein. Entweder hier oben übers i oder unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns alle spätestens beim nächsten Spieltag wieder. Bis dahin, habt noch viel Spaß.